Großartig. So wie wir ihn kennen, mit etwas aufgerissenem Mund, der dreimalige Olympiasieger von Turin, kann immer noch ein bisschen Boden gut machen. Dominik Landertinger hier, der Österreicher, der 2 auf dem Trikot bedeutet, war Zweiter im Sprint gestern. Im Moment auf Rang 5. Und der hier mit der 34, der hat den meisten Boden gut gemacht. Lars Berger von 34 auf Rang 7. Nach dem Schießen. Und mittlerweile ist der Sechster, dann hat jetzt Ceresov überholt. Also da ist doch gehörig Bewegung und Pfeffer im Feld. Sehr viele Positionswechsel. Nur eins war beständig, der erste Platz von Ulana Björndahl. Lässt niemals nach in seinem Perfektionismus. Immer wieder originelle Fans hier im Publikum zu beobachten. Viele Stammgäste, die seit vielen, vielen Jahren immer wieder kommen. Das gilt auch für Ulana Björndahl, der zuletzt nochmal allein trainiert hat, der hier immer begleitet wird bei allen Weltcups von seiner Ehefrau, Nathalie Santa, einer ehemaligen Biathletin. Das ganze Umfeld, das passt momentan. Telefoniert häufig mit seinem Mentaltrainer, mit Øyvind Hammer, den bemüht er schon per Telefon seit über 10 Jahren. Auch das gehört zu einem perfekten Athleten, sagt er, sich immer wieder Ratschläge und Inspiration woanders zu holen. 11 Jahre jünger, sein Nachfolger in Norwegen, Emil Hekle Svendsen. Und das letzte Schießen steht gleich an für Ulana Björndahl. Aber hier die nächsten beiden. Karl-Johan Bergmann und Michael Rösch kämpfen verbissen momentan um Rang 3. Das wird gleich ein spannendes Duell. Vielleicht können sie sogar Emil Hekle Svendsen noch erreichen. Der ist nur Runde 14, 15 Sekunden weg. Vorn Björndahl, hinten sein Landsmann. Dies der langjährige private Schießtrainer am Skigymnasium von Jelö von Björndahl. Jetzt betreute alle Norweger. Noch 3, dann hat das. Absolut souveräne Serie, als wenn die Projektile von großen Magneten angezogen würden. Gratulation zum nächsten Weltcupsieg. Ulana Björndahl ist auf und davon und jetzt geht's um die Ränge 2 und 3. Wie nervenstark ist Svendsen? Die anderen beiden sind da. Bergmann und Rösch. Ja, auch der Weltcup-Gesamtführende hat alles im Griff. Kleines Absetzen vor dem 5. Auch das macht seine Klasse aus. Dann hat er alles getroffen und jetzt Bergmann, Rösch und Landertinger. Schade, gleich zum Auftakt der Fehler. Da wollte er den Schweden unter Druck setzen und es ging nach hinten los. Michael Rösch muss 300 Meter Strafe laufen. Karl-Johan Bergmann schießt sehr rhythmisch und fehlerfrei. Der 3. Platz wird jetzt ausgelaufen zwischen Bergmann und Landertinger. Vorne der Österreicher, dahinter der Schwede. Und Michael Rösch leider jetzt rechts von ihnen in der Strafrunde unterwegs. Jetzt kommen die Nächsten. Berger hat sich gerade rausmanövriert mit vielen Fehlern. Ceresov wieder besser im Spiel. Ivan Ceresov, 4x0 geschossen, klasse Vorstellung. Und Christoph Sumann. Der Österreicher hier vorne mit der 11 mit einem Fehler. Dann sehen wir Maxim Maximow und hier hinten Michael Greiss. Nochmal Daumen drücken, ein bisschen was geht noch. Ja, schade drum, hat nochmal richtig Gas gegeben bei diesem letzten Schießen. Was soll's auch. Zu verlieren hat er ohnehin nichts mehr. Auf jeden Fall klasse Wettbewerb hier. Michael Schlesinger im Bild, der Tscheche. Fehler freigeschossen, genauso wie der Franzose Foucault. Und hier Andi Birnbacher. Ja, tadellose Serie. Zum ersten Mal fehlerfrei beim 4. Anschlag. Insgesamt 4 Fehler. Und hier
Parallelschießen vorn der lange Thüringer. Alexander Wolf links neben ihm, Umpfeifer, der jüngste im deutschen Team. Oh, Wolf jetzt mit zwei Fehlern. Umpfeifer schießt sehr ruhig, sehr ausgeglichen. Und jetzt noch ein Fehler. Die 30 auf dem Trikot bedeutet, er war 30. gestern im Sprint, hat damit also sein Nahziel geschafft. Er wollte Punkte bekommen im Weltcup, die besten 40 bekommen diese Jahr. Hat sich gar nicht verrückt machen lassen durch den tollen 8. Platz im Sprint von Oberhof. Durch die vielen Fans, die jetzt mehr von ihm fordern. Er ist ein ganz cooler Typ, bleibt immer ruhig. Vorn sehen Sie die Reservemagazine. Auch die dürfen beliebig angebracht werden an der Waffe. Auch unterhalb des vorderen Schaftes oder auch im Hinterschaft. Je nachdem, wie die Gewichtsverteilung den einzelnen Läufern passt. So, Björn Dahlen ist weg, der hat gewonnen. Svensson wird sich den 2. Platz auch nicht mehr nehmen lassen. Aber dann, Landertinger oder Bergmann. Michael Rösch momentan auf Rang 6 zurückgefallen, hinter Ceresov. Das sind 9 Sekunden, die kann er wieder gut machen. Da bin ich relativ sicher, da wird er nochmal richtig Gas geben auf der letzten Runde. Und dieser Mann schreibt Kapitel um Kapitel seiner eigenen Biathlon-Geschichte. Jetzt schon von vielen verehrt als Vorbild in seinem Perfektionismus. Kennt seine Waffe in- und auswendig, kann sie auseinandernehmen, wieder zusammensetzen bis auf die letzte Schraube. Auch das gehört dazu, sagt er. Und er steht ihm mittlerweile nicht mehr in vielen Dingen nach. Emil Hägle-Svensson. Student aus Lillehammer, der nach der vergangenen Saison einen sehr, sehr wertvollen Preis bekam in Norwegen. Verliehen von einer renommierten Zeitung, die Olavs-Statuettin, für herausragende Leistungen für seine 2 Weltmeistertitel von Östersund 2008. Und hier Dominik Landertinger, war zwischenzeitlich mal ein bisschen zurückgefallen. Und jetzt macht er doch tatsächlich Fahrt auf dem Weg zum 2. Podiumsplatz in seiner Karriere. Hat sich jetzt ein bisschen lösen können von Karl-Johan Bergmann. 1,5 Sekunden war es nach dem Schießen. Jetzt hat der Österreicher ein bisschen mehr Luft zwischen sich und den Verfolger gelegt. Jetzt sind es über 10 Sekunden geworden. Dann Ceresov und dann müsste auch gleich Michael Rösch auftauchen. Nach hinten nichts mehr zu befürchten hat. Hinter ihm der Nächste nach dem Schießen war Tomasz Sikora. Der ist auch ein bisschen näher gekommen, aber Rösch auch dichter heran an Ivan Ceresov. Und der momentan beste Biathlet zum letzten Mal an der Wand von Ruppolding an diesem Steilstück. Dies ist eine Zeitlupenwiederholung von der gegenüberliegenden Seite vom Schießplatzberg. Und hier kommt er die Wand drauf gekraxelt. Als wenn es nichts wäre, der Spaziergänger von Ruppolding. Einer, der immer wieder auch auf anderen Gebieten Inspiration sucht, mal mit Künstlern Kontakt aufgenommen hat, mal mit Unternehmern, um kreativer zu werden, um sein Zeitmanagement zu effektivieren. Einer, der von anderen auch mal gefragt wird um seinen Rat im Sommer 2007 bei Putin war, dem russischen Präsidenten. Der fragte ihn nach der Olympiabewerbung. Und heute fragen alle, wo ist Ulana Björn Dahlen? Ich will ein Autogramm. Hier ist er, als erster im Ziel mit seinem 84. Weltcup-Triumph. 83 Mal im Biathlon, einmal Langlauf. Er ist und bleibt ein Meister dieses Fachs. Wiederum ein fast perfekter Wettbewerb. Gestern hat er geschwärmt, das war der Beste in diesem Winter. 2-mal geschossen, alles null. Heute hat er sich bei 20 Schüssen einen einzigen Fehler geleistet. Hat niemals im Rennen Zweifel aufkommen lassen, dass er diesen Verfolger heute gewinnen wird. Und auf 3 gestartet. Als Zweiter und Segelflieger im Ziel Emil Hägle-Svensson. 11 Jahre jünger und schon genauso gut wie sein großes Idol. 2 Norweger heute also auf den ersten beiden Plätzen. Klasse Typ, dieser Emil Hägle-Svensson.
Die ersten drei des Sprints auch wieder bei diesem Verfolger auf dem Podium. Nur die Reihenfolge hat sich etwas geändert. Donnerwetter nach dem zweiten Rang im Sprint, jetzt Dritter in der Verfolgung. Dominik Landertinger in toller WM-Verfassung. Und unsere Blicke richten sich gleich nach hinten. Da kommt Karl-Johan Bergmann, das ist klar. Aber hat vielleicht Michael Rösch noch Ivan Cherissov packen können. Bergmann momentan in klasse Verfassung und hinten kommen sie herangeskatet. Rösch gut zu erkennen an der weißen Mütze. Die ist jetzt vorn, wieder vorbei also am Russen. Klasse Energieleistung auf dieser letzten Runde, Michael Rösch. Oh, jetzt greift der Cherissov nochmal an. Der Konter des Russen rechts. Ja, Zielfoto. Ganz knappe Sache. Da würde ich gern warten, bis das Foto ausgewertet ist. Könnte der Russe sogar noch für sich entschieden haben. Und hier dickes Kompliment für den Mann, der auf Rang 34 gestartet ist. Lars Berger von 34 auf 7. Dann Sikora, der Pole. Auch der hat ein paar Plätze gut gemacht, war als 13. in die Spur gegangen. Dann tauchte da wieder ein Trikot der Österreicher auf. Derzeit eigentlich ihr Stärkster, Christoph Suhmann, der Massenstartsieger von Oberhof. Momentan, das ist sein Kumpel übrigens, Michael Rösch, die beiden gut befreundet. Und Fritz Pinter, der nächste Österreicher, denen momentan ihr Youngster die Show stiehlt, Dominik Landertinger. Jetzt Michael Greis im Ziel und diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einstufen. Von Rang 40, oh ja, der Cherissov rechts hat den Schuh als erster über die Linie. So wird es wohl auch ausgehen. Und von 40 auf 14 Michael Greis. Klasse Leistung nach seiner langen Wettkampfpause und dem mäßigen Start gestern wieder rein ins Wettkampfgeschehen. Jetzt im Ziel auf Rang 21 Andreas Birnbacher. Leider ein paar Plätze zurückgefallen. War ja als 9. gestartet. Aber 4 Schießfehler sind da doch zu viel gewesen. Aber Michael Greis, das ist wirklich klasse. Rückstand in etwa so geblieben wie am Start. Da hat er nur 10 Sekunden verloren. Hat aber 26 Plätze gut gemacht. Da haben wir jetzt Arne Pfeiffer gesehen und er bekommt wieder ein paar Weltcup-Punkte ab. 33. Die ersten Glückwünsche von Nathalie Santer, seiner Frau. Und so oft die Siegerfaust von Ulaner Björndalen hat man lange nicht gesehen. Der ist hochzufrieden mit seinen Wettbewerben. Und hier Christoph Suhmann, super Typ, der gleich auf seinen Mannschaftskameraden Dominik Landertinger zuläuft und ihm gratuliert. Alexander Wolf im Ziel. 15 Plätze gut gemacht, von 50 auf 35. Arne Pfeiffer hat 3 verloren, aber bekommt noch ein paar Weltcup-Punkte. Beide 4 Fehler geleistet, sowohl Arne Pfeiffer als auch Alexander Wolf. Der Sieger des heutigen Tages nur einen, genauso wie sein Landsmann Emil Hegde-Svensson. Landertinger mit 2 Fehlern, alle Achtung, vor Karl-Johan Bergmann, der fehlerfrei geblieben ist, Michael Rösch. Nach Zielfoto also dann doch nur 6. Hat damit aber immer noch einen Platz gut gemacht und ein wirklich gutes Rennen heute abgeliefert. Ein Fehler war vielleicht zu viel, sonst hätte er den Russen in Schach halten können. Michael Greis wird hier sogar als 13. geführt. Eben sahen wir noch Rang 14. Andreas Birnbacher 16. Und wir wollen mal hören, wie sich Michael Rösch fühlt. Christian Dexler ist bei ihm.